morgen geht's los. Gepackt ist alles. Auf geht's ins Stubaital. So, nach langem Hin und Her hat Nils seine Maschine auch fertig. Mehr oder weniger. Schön ist anders, aber es passt. Also doch schön. Nils besteht drauf, das schön. Also sagt mir schön. So, jetzt ist auch der Klaus da und seine Maschine ist auch da. Was ganz anderes als unsere. Hallo Klaus. Hi. Die ganze Zeit Störgeräusche. Ja. Wir fahren jetzt vom Bieberer Berg zur Anschlussstelle der A3 in Obertshausen und dann die A3 in Richtung Würzburg bis Nürnberg. Und dort wollen wir dann weiter auf die A9. So, die A9 fahren wir jetzt in Richtung München, fahren jetzt aber erstmal ab, weil Tanken angesagt ist und naja, der Hintern tut auch weh, also kurze Rast erstmal. Weiter die A9 in Richtung München. Holzkirchen wollen wir eigentlich abfahren, mal schauen, ob das so klappt. Aber zwischendurch jetzt erstmal Mittagessen, da halten wir dann in Hilpoltstein an, Autohof, und soll das Essen sehr lecker sein, schauen wir mal. Ja, Hilpoltstein ist auch ein Autohof, also keine Raststätte in diesem Sinn. Und da werden wir jetzt, wie gesagt, Mittag essen.
Und das ist in der Nähe von Ingolstadt. Dann fahren wir weiter Richtung Holzkirchen. Da ist geplant, dass wir dann abfahren auf die Landstraße über Tegernsee, Achensee und Achenpass dann Richtung Innsbruck. Schauen wir mal, ob das alles so klappt, wie wir es uns gedacht haben. Warten, Jungs, Schatten suchen. So, wir sind jetzt an der Raststätte Hilpolzheim. Da vorne stehen unsere drei Bikes. Und ja, die Jungs sind jetzt gerade drin, holen sich was zu essen. Und wenn die rauskommen, bin ich dran. So, jetzt hole ich mir was zu essen und muss euch mal zeigen, was hier vorne steht. Das ist der Hammer. Bärenstark. Schaut euch dieses Teil an. Ja, gut, vom Ausgestopften her nicht mehr so prickelnd, aber schon cool. Essen war lecker. Teil 2 folgt.